Und damit herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt alle Weihnachten gut überstanden und die Vorbereitung für Silvester auch schon getroffen. Ich für meinen Teil habe das Gröbste erledigt. Den kennen wir, glaube ich, noch nicht. Mal sehen. Egal, mal sehen, ob wir es schaffen, heute die restlichen Seeschlachten zu beenden. Na? Okay, das war's. Wenn du eine Tracht Prügel suchst, bist du hier genau richtig. Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Das wirst du noch bereuen. Das ist die Frage. Ne, ich glaube. Himmel bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung. In Formaldehyd aufbewahrt, trügst du bei zu meiner Erheiterung. Schade. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Ich könnte es, hätte ich doch nur ein Atemspray. Aber kennen wir die Antwort schon? Nein. Schade. Am liebsten bummle ich durch die Feinkostabteilung des KDW. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ja. Nee, schade. Die passende Antwort haben wir auch noch nicht. Für alle, die es wissen wollen, ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Die Luft hier ist viel feuchter als in Santa Fe. Gib mir deinen Schatz! Ich habe keinen Schatz. Warum glaubst du, habe ich dich angegriffen? So. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser! Ich bin gekommen, deinen Schatz zu rauben. Nein! Ich nehme deine Beute! Das ist kein Problem. So, dann gucken wir doch gleich mal. Und holen uns die Antwort. Fühle ich den Stahl vielleicht in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ach ja? Oder auch nicht. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Ich bin Gummi, du bist Stahl. Und niemand kann mich stoppen, mich, den Schrecken der See. Ach ja? Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Wir haben Beute gemacht. Es ist nicht wirklich schade, dass die nicht die Antwort auf ihre eigenen Beleidigungen kennen. Ach, ich will die doch nicht angucken. Schon wieder da, Mister? Ich bin Guybrush Threepwood und ich bin wirklich ein furchterregender Pirat. Nun, Sie sind sicherlich ein furchterregender Pirat. Aber überlegen Sie einmal, wie viel furchterregender Sie sein könnten, wenn Sie Ihren Satz Bobs baumlange Bomben-Bumskanonen aufrüsten würden auf ein noch besseres Modell. Was hast du heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Threepgood, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben-Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Die Lochmacher Deluxe, die Schmerzspender 2000, Mr. Massacre und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Ich nehme die Schmerzspender 2000. Tja, der Betrag in Ihrer Schatzkammer reicht nicht für dieses Modell. Das war doch fast selbst klar. Wenn ich Ihre Schade. Alten Kanonen in Zahlung nehme, kann ich Sie für ein preiswerteres Modell interessieren? Ja, dann nehmen wir eben die Lochmaster. Lochmacher? Ich nehme die Lochmacher Deluxe. Eine Lochmacher Deluxe?
kommt sofort. Mama! Gut, dann suchen wir uns mal unser nächstes Opfer. Zu dem anderen. Nein! Wir haben schon wieder verloren. Was mache ich falsch? Dann ist er vielleicht für uns einfach noch nicht geeignet. Wo ich mir das nicht vorstellen kann. Darf der eigentlich so oft schießen? Das Schiff müsste doch schon längst gekentert sein. Ja. Mist. Dieses Schiff war viel zu mächtig. Ich sollte weniger furchterregende Gegner angreifen. Ja, das versuche ich doch die ganze Zeit, aber es gibt doch keinen mehr. Ja, wir probieren es nochmal mit dem. Sag mal. Ja, klar, die sind hinten am Schiff einfach abgeprallt. Sehe ich auch so. Das schaffen Recherche doch nicht mehr. Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Und ich gönne mir jetzt einen Siegeskeks. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ich zittere. Dafür haben wir die Antwort. Hm.
Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Zu schade, dass das hier niemanden tangiert. Wie ärgerlich. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Und dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung oder irgendwie sowas war's doch. Ja, haben wir trotzdem nicht. Ach ja? Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Hoffentlich zerrst du mich jetzt nicht in Separé. Schade, hab ich auch nicht. Ich geb dir meine Nummer, schick ein Faksimile. Ich glaube, du hast einen Schatz. Gib ihn her! Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ah, wahrscheinlich schon. Naja, macht nichts. Okay, dann neuer Versuch. Wir haben ja zumindest eine Antwort gelernt. An Bord eines Piratenschiffs zu gehen, gefährdet die Gesundheit. Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Ah! Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ach ja? So, was haben wir denn noch? Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Ach ja? Gut, nichts gelernt. Ich glaube, die Antwort haben wir auch nicht. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Ich könnte es tun, hättest du nur ein Atemspray. En garde! Touché! Ach, das ist ein solch übles Klischee. Ja, aber die Antwort haben wir nicht. Ist dieser Boden aus PVC? Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Wenigstens hat man meine identifiziert. Aber auch die Antwort haben wir nicht. Mit deinem Numerus Clausus wurdest du sicher nicht immatrikuliert. Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehmen kann. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Ah! Gut, dann... Die Syphilis sollst du dafür kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist. Und Richelieu... Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Viel Glück, Junge. So, die Antwort kennt er nicht. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Sehr gute Frage. Also das muss ich dir jetzt schon mal lassen. Aber wie war denn da gleich die Antwort? Haben wir die denn? Nee, haben wir nicht. Ah ja, genau, ich möchte desinfiziert werden. Das Hast du schon eigenen Schnaps destilliert? Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Aber auch die Antwort haben wir nicht. Himbeeren schmecken am besten flambiert. Ich hab dich geschlagen. Ich lasse dich leben, wenn du mir deinen Schatz gibst. Schatz? Du willst einen Schatz? Tut mir leid, ich hab grad keinen. Wenn du eine Tracht Pudel suchst, bist du hier genau richtig. Ich will eigentlich nur die Deinen Antworten Schatz auf die oder dein Leben? Nein, ich nehme deine Beute. So, ja, nehmen wir doch gleich die. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Aber die Antwort mit dem Separé haben wir immer noch nicht, ja? Nee, nicht wirklich. Ach ja? Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Oh, warte. Nee.
Die fällt mir spontan nicht ein. Mein Schiffsbug wurde mit hübschen Muscheln verziert. Gib mir deinen Schatz! Hm. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Ich bin gekommen, deinen Schatz zu rauben. Vorher werde ich dich in Ketten legen. Schneeketten? Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Ah, da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Aber die Antwort kennen wir nicht. Ein gepflegtes Auftreten wirkt sehr distinguiert. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat das sie paralysiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Ich zittere. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Wir haben Beute gemacht. Sehr gut. Dann schippern wir jetzt in den sicheren Hafen. Und im nächsten Teil kaufen wir uns erstmal die besseren Kanonen. Legen uns mit diesem anderen Piraten an. Und sehen dann mal, was uns noch zu Richelieu fehlt. Oh. Da ist also mein ganzes Geld hin. Alles klar. So, eure Aufgaben sind bekannt. Daumen da lassen, Kommentar da lassen. Video teilen und wenn ihr es noch nicht getan habt, drückt die Glocke, damit ihr auch den nächsten Teil von Monkey Island nicht verpasst.